Spaß für Kinder. Mama, wir haben Hunger. Okay, Kinder, im Kühlschrank hat Sandwiches. Ich hatte doch 2 Sandwiches gemacht. Eines fehlt ja. Papa Wutz. Ja, Mama Wutz. Hast du 1 der Sandwiches gegessen? Nö, hab ich nicht. Komisch, hatte ich etwa nur 1 gemacht? Kinder, teilt euch das Sandwich. Mama Wutz, du machst heute Fisch, oder? Ja, ich war extra beim Fischhändler. Wo ist denn der Fisch? Kinder, habt ihr den Fisch gegessen? Fisch? Wir? Nö, Mama. Nö. In diesem Haus gehen seltsame Dinge vor sich. Ich habe Fisch gekauft, aber er ist nicht da. Ich habe 2 Sandwiches gemacht, eines ist verschwunden. Ich weiß wirklich nicht, was in diesem Haus los ist. So, Mama Wutz, da bin ich. Warum bist du denn so aufgeregt? Nicole, in unserem Haus verschwindet das Essen. Ja, vielleicht haben die Kinder es gegessen. Mm-mm. Papa Wutz vielleicht? Mm-mm. Ja, dann weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, was wir machen. Ich lege mich in deiner Küche auf die Lauer. Oh, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, Nicole. Okay, gute Nacht. Ich mach das Licht aus. Aha. Peppa! Oh. Peppa? Du bist also der Essensdieb. Nicole, ich komm einfach mit. Okay. Na komm raus, Kleiner. Komm. Wo bist du denn? Siehst du, Nicole, deshalb habe ich das Essen genommen. Oh, Peppa, du fütterst den Straßenhund. Aber deshalb musst du doch nicht heimlich das Essen nehmen. Ich bin mir sicher, dass Mama Wutz dir auch was zubereitet oder Hundefutter kauft für den Kleinen. Ja, du hast recht. Ich hätte es Mama sagen sollen. Außerdem mag Mama Tiere ja auch so gern. Ich gehe und erzähle ihr alles.